Josia, komm mal her. Guck mal, was die da machen. Die helfen ihm ja gar nicht. Guck mal, der hängt ja mit seinem Rollstuhl fest. Meinst du, wir sollen ihm helfen? Ich weiß nicht. Er wird sich schon melden, wenn er Hilfe braucht, oder? Ich weiß nicht, vielleicht traut er sich ja nicht. Aber nicht, dass er nachher gekränkt ist, wenn wir ihm jetzt unsere Hilfe anbieten. Ich weiß nicht. Guck mal hier, das ist viel interessanter. Okay. Ey, cool. Das ist der absolute Wahnsinn, oder? Ja. Ey, echt? Die spielen nur mit ihrem Handy. Lass uns da mal landen. Hallo, ich bin Inklusina. Und ich bin Solaris. Hallo, ich bin Philipp. Komm, wir helfen dir. Ist dir das eigentlich schon öfter passiert, dass du irgendwo nicht hinankommst und dann will dir keiner helfen? Ja, schon ziemlich häufig. Aber nicht nur hier, auch woanders in der Stadt. Und wollen die Leute dir dann einfach nicht helfen und bleiben stehen? Oder warum helfen die dir nicht? Ich glaube, sie wissen nicht genau, ob sie mir helfen sollen oder nicht. Und es gibt überall Orte in der Stadt, wo du deswegen dann nicht hinkommst oder so. Wo kommst du denn überall nicht hin? Oder was kannst du nicht machen? Ja, lasst uns doch einfach mal rausgehen und ja, ich zeig euch die Stadt. Hier wäre ich auch gerne damals hingekommen an diese Grundschule. Aber ihr seht ja, hier sind schon Treppen. Und da drin sieht es auch nicht viel besser aus.
Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grau. Deine Jacke, meine Jacke. Nein. Alles hier ist grau. Die Tür. Die Tür. Die Tür. Ja, die Tür. Ja, okay, du bist dran. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist weiß. Die Wand. Die Wand. Der Lichtschalter. Das Licht. Ja. Okay, dann lasst uns jetzt mal den Bürgermeister holen. Hier kommt ja keiner vorbei. Okay. So. Das ist der Vertreter vom Bürgermeister und wir haben den jetzt mal mitgebracht. Und jetzt können wir dem das nochmal erzählen und die Liste aufgeben. Ja, hallo, ich bin Philipp und du? Das ist die Liste, die wir zusammengestellt haben. Also da steht jetzt drauf, was sich in den nächsten 80 bis 90 Jahren noch ändern muss, wie das dann durch Inklusion alles sein soll. Dass es zum Beispiel leichter für die Menschen wird, ins Rathaus zu kommen, die im Rollstuhl sitzen, und es hier keine Treppen gibt oder andere Sachen. Und das haben wir alles nochmal draufgeschrieben und es wäre ganz nett, wenn Sie das dem Bürgermeister geben würden. Sehr gern. Sie spielt zu dritt Handy. Thank you.